Herzlich willkommen am heutigen Abend zum Vortrag über Lucrezia Borgia. Wenn wir das nächste Foto bitte. Ein Hinweis an die Herren. Sollte es das sein, was Sie sich heute Abend erhofft haben, vergessen Sie es. Nächste Foto bitte. Ja. Lucrezia Borgia ist die unseligste Frauengestalt der modernen Geschichte. Ist sie das, weil sie auch die schuldigste der Frauen war, oder ist sie es nur, weil sie einen Fluch tragen muss, mit dem sie die Welt aus Irrtum belegt hat? Mit diesen Worten beginnt Ferdinand Gregorovius, der große Kenner italienischer Geschichte, sein 1875 erschienenes Buch über Lucrezia Borgia, in dem er erstmals versucht, den über Jahrhunderte verbreiteten Unwahrheiten und Legenden entgegenzutreten und ein objektiveres Bild dieser Frauengestalt der italienischen Renaissance zu zeichnen. Nächste Foto bitte. Wir sehen hier ein Gemälde von Cristoforo dell'Altissimo in den Uffizien in Florenz. Das ist der Vater von Lucrezia Borgia. Eigentlich Borgia, denn es war ja eine spanische Familie, die nach Italien kam. Das nächste Foto zeigt die Mutter. Nee, hier haben wir nochmal den Papst Alexander VI., Alessandro Borgia, in den Wandfresken von Pinturicchio, in den Appartamenti Borgia im Vatikan. Pinturicchio war übrigens der Hausmaler von Alexander VI. Der durfte auch malen, während der Politiker oder der Papst über Politik sprach. Denn Pinturicchio war so gut wie taub. Also es war ein Arrangement, was da sehr gut war. Das nächste Foto einer Dame. Die Zuschrift dieses Gemäldes ist nicht gesichert, aber es soll sich um Vanozza de Catanei handeln, die Mutter von Lucrezia Borgia. Lucrezia wuchs im Haus ihrer Mutter an der Piazza Pizzo de Merlo in Rom in Sichtweite des Palazzo Borgia auf. Das Gemälde hier von Vanozza befindet sich in der Galleria Borghese in Rom. Mit 13 Jahren wechselte Lucrezia ins Haus der Adriana de Mila. Das war eine Nichte und enge Vertraute von Papst Alexander VI., ihrem Vater. Lucrezia erhielt die Ausbildung, die einer jungen Dame ihrer Abstammung zukam, teilweise absolviert im römischen Kloster San Sisto. Sie sprach Spanisch, Französisch, Italienisch, einigermaßen Latein und Griechisch, gehörte also zum klassischen Kanon der Ausbildung einer jungen Dame dieses Standes. 1491, im Alter von 11 Jahren, erfolgte ihre erste Verlobung. Und zwar mit dem spanischen Edelmann Don Cherubin Juan de Sentel. Lucrezias Vater, damals war er noch Kardinal, setzte also die Zukunft seiner Familie immer noch auf die Karte Spanien und nicht Italien. Seit dieser Verlobung mit 11 Jahren war Lucrezia, um es mit den Worten von Ferdinand Gregorovius zu sagen, nie mehr Herrin ihres Schicksals, sondern willenloser Gegenstand. Wenig später, am 30. April, also gerade mal 3 Monate nach dem ersten Verlöbnis, erfolgte das zweite. Ebenfalls ein aus Spanien stammender Adliger, Don Gasparo de Procida. Die Verhältnisse hatten sich etwas geändert und das zweite Verlöbnis war höheren Standes. Also für Alexander VI., er war schon auf der Suche nach Verbündeten. 1492, das war das Jahr der Entdeckung Amerikas, wurde zum Jahr der Borgia. Papst Innozenz war am 25. Juli gestorben und 3 Wochen später erfolgte die Wahl von Rodrigo Borgia zum Papst. Oder, um es wiederum mit Ferdinand Gregorovius zu sagen, an ihn, den Meistbietenden, war das Papsttum verkauft worden. Nach Calixtus III. Saß wieder ein Spross des Hauses Borgia auf dem Stuhl Petri.
Das zweite Verlöbnis Lucretias war damit hinfällig. Rodrigo war jetzt Papst, hatte natürlich dann höhere Pläne mit seiner Tochter. Hatte Rodrigo bisher gleich allen anderen Kardinälen in Rom seine leiblichen Kinder als Nichten und Neffen ausgegeben, so bekannte er sich als Papst zu ihnen. Er war der einzige Papst, der zu seinen Kindern öffentlich stand und zu allen weiteren Mitgliedern der Borgia-Familie. Nepotismus, an alle der Familie wurden natürlich Ämter, Einkünfte und Sonstiges übertragen. Wir haben hier ebenfalls aus den Wohngemälden von Alexander dem VI. Im Vatikan ein Fresko von Pinturicchio. Es zeigt die Verteidigung der heiligen Katharina. Waren Sie hier im Vordergrund stehen? In diesem Gewand. Das ist übrigens auch das Gewand, was Sie auf dem Titelbild gesehen haben, was für eine Dokumentation im CDF nachgeschneidert wurde. In dem Falle mal vielen Dank ans CDF. Die rücken sehr, sehr wenige Bilder raus. Wir haben heute mal eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Die heilige Katharina steht vor einem Thron, verteidigt sich gegen den damaligen regionalen König. Wir haben es hier in der Kunstgeschichte mit Kryptoporträts zu tun. Denn die heilige Katharina ist von der Darstellung niemand anderes als Lucrezia Borgia. Sie stammt Modell. Der König, der auf dem Thron sitzt, ist Cesare, ihr Bruder. Es war also üblich, wenn wir schon das Bild in Auftrag gaben, dann hat man auch die ganze Familie verewigt. Mario Puzo. 2001 erschien in den USA posthum ein Buch von Mario Puzo mit dem Titel The Family. Dieses Buch fasst die meisten in Umlauf befindlichen Anekdoten zusammen über die Borgias in Romanform. Es wurde erst nach seinem Tode veröffentlicht, lässt aber erahnen, welche Familie Mario Puzo und Francis Ford Coppola für ihre Patentrilogie zum Vorbild genommen haben. Das Klientelsystem, wie es in Sizilien war, geht eigentlich auf die alten Römer zurück. Die Medici standen in Florenz dafür Pate und praktizierten das schon von Seneca bekannte, eine Hand wäscht die andere. Bei uns in Deutschland wird man es als kölschen Klüngel bezeichnen. Es ist die rheinische Variante davon, man kennt sich, man hilft sich. Für Rodrigo Borgia kamen natürlich nun für seine Tochter ganz andere Heiratskandidaten ins Spiel, nachdem er Papst geworden war. Italien zur Zeit der Renaissance, ein Flickenteppich von Herzogtümern, Königreichen etc. Der Kirchenstaat natürlich noch, wer Papst war, war auch Kriegsherr und Landesfürst. Also nicht geschrumpft auf das heutige kleine Staatsgebilde in Rom, sondern hier haben wir zentral Mittelitalien beherrscht. Außenrum große Republiken oder Königreiche, diese Herrschaften kamen natürlich jetzt alle in Frage als Heiratskandidaten. Die Wahl fiel auf Giovanni Sforza, Graf von Cotignola und Herr von Pesaro. Dieser Verwandte des Mailänder Herrschafts war ein Protégé des Kardinals Ascanio Sforza, der sich seine Stimme zur Papstwahl teuer bezahlen ließ. Das Vizekanzleramt im Vatikan, die Stadt Nepi mit all ihren Einkünften und der Palazzo Borgia in Rom waren der Preis, den Rodrigo für die Stimme zahlte. Nächste bitte. Hier sehen wir den heutigen Palazzo Sforza Cesarini am Corso Vittorio Emanuele in Rom. Es war der ehemalige Palazzo Borgia. Er wurde dann, wie gesagt, als Preis an Ascanio Sforza übergeben und den Namen der Familie Sforza trägt der Palazzo auch heute noch. Am 12. Juni 1493 kam es in Rom zur Eheschließung zwischen Lucrezia und Giovanni Sforza. Ab dem 8. Juni 1494 weilte dann Lucrezia bei ihrem Mann in Pesaro, dessen Gräfin sie nun offiziell war. Somit war sie erstmals dem Einfluss ihres Vaters entzogen.
und dem Einfluss auch ihres Bruders Cesare. Ihren Mann sah Lucrezia selten, denn dieser kämpfte als Condottiere für ihren Vater gegen die Franzosen. Alexander VI. Überstand den Feldzug des französischen Königs Karls VIII. Und saß 1497 weitaus fester im Sattel, als es zuvor der Fall war. Übrigens, 1492 war ja das Jahr der Entdeckung Amerikas. Wenn Sie sich fragen, wer dafür verantwortlich ist, dass die Brasilianer heute Portugiesisch reden, verantwortlich dafür Papst Alexander VI. Denn der hat unter den Seefahrernationen Spanien und Portugal mit einem Zirkel auf der Weltkarte das Ganze halbiert. Und die Brasilianer kamen dummerweise mit dem Zirkelstrich zu Portugal, deshalb heute portugiesische Sprache. Karls Verbündete in Italien, also die Verbündeten des französischen Königs, waren die Sforza, die Herrscher Mailands. Als Angehörigen dieser Sippe war Giovannis Stern als Ehemann natürlich jetzt im Sinken, denn er stand auf der falschen Seite. Deshalb war Alexander VI. Schon auf der Suche nach einem neuen Kandidaten zur Hochzeit. Die Scheidung von Giovanni erfolgte also aus rein politischem Kalkül. Lucrezia weilte nach nur einem Jahr Aufenthalt in Pesaro nun wieder in Rom, wo Alexander alle seine Kinder um sich geschart hatte. Aus Florenz wetterte Gerolamo Savonarola gegen die Zustände im Rom und im Vatikan. Die anfänglich berechtigten Forderungen Savonarolas führten aber in Florenz zu einem sehr intoleranten System, mit dem er die Bürger der Stadt mehr und mehr gegen sich aufbrachte und terrorisierte. 1498 zum Ketzer erklärt, bezahlte Savonarola seinen Einsatz gegen Alexander VI. Mit dem Leben. Wir sehen hier Savonarolas Denkmal, seine Heimatstadt Ferrara. Die Stadt, in der später auch Lucrezia als sehr beliebte Landesmutter leben sollte. Im März 1497 floh Lucrezias Ehemann Giovanni Sforza aus Rom und entging damit wahrscheinlich einem Anschlag auf sein Leben. Ob ihn Lucrezia gewarnt hat, wird Spekulation bleiben müssen. Da Giovanni der Auflösung seiner Ehe nicht zustimmen wollte, kam es zu einem öffentlichen Prozess, den Alexander VI. Gerne vermieden hätte. Am 20. Dezember 1497 wurde die Ehe der beiden offiziell aufgelöst, da sie, so der Vorwurf, nicht vollzogen wurde. Die Schuld daran wies man Giovanni zu, der angeblich impotent sein sollte. Kinder waren dieser Verbindung jedenfalls keine entsprungen. Wenn im Mittelalter oder in der Renaissance jemand schuld war, dass keine Kinder auf die Welt kamen, dann waren das die Frauen und niemals die Männer. Tief gekränkt durch diesen Angriff auf sich und seinen Ruf sann Giovanni auf Rache. Und schon bald nach der Auflösung der Ehe entstand eines der ersten vieler folgender Gerüchte über die Borgias dazu. Gerüchte, die auch heute noch mehr als 500 Jahre nach ihrer Entstehung in allen Fernsehfilmen, Büchern oder sonst wo kursieren. Sie sind nicht auszuretten. Die Ehe, so das Gerücht, der Sforza, sei nur aus dem Grunde aufgehoben worden, damit der Papst und sein Sohn Cesare weiterhin ihren blutschänderischen Beziehungen zu Lucrezia nachgehen konnten. Wir sehen hier ein Bild von Wilhelm Kaulbach, ein Historiengemälde um 1900, wo Lucrezia Salome vergleichbar vor ihrem Vater tanzt. Historische Wahrheiten dazu sind Erfindungen und Fakten, aber das war das, was man halt gerne hörte. Ein weiteres Gerücht, das eine Woche später kursierte in Rom, Lucrezia sei zum Zeitpunkt der Annullierung ihrer Ehe schwanger gewesen. Und zwar vom Kammerherrn des Vatikan.
zwei recht aktuelle Fernsehmehrteiler des Jahres 2010 jetzt mittlerweile greifen noch immer mehr oder weniger drastisch auf diese Gerüchte zurück. Sex and Crime sind halt immer noch ein Verkaufsschlager. Ungeachtet dessen bedeutete der Vorwurf der Impotenz natürlich eine Demütigung Giovannis und seiner gesamten Sippe. Alexander VI. Dürfte äußerst zufrieden gewesen sein, konnte er Ascanius Sforza, seinen Vizekanzler im Vatikan, bei dieser Gelegenheit doch einiges heimzahlen. Das Argument der Impotenz oder Unfruchtbarkeit wurde oft bei dynastischen Verbindungen ins Feld geführt. Denn die Grundlage einer Dynastie war nun mal die Thronfolger. Denken Sie bei diesem Fortbestand von Familien einfach mal an die Affäre Heinrich VIII. Und seine erste Ehefrau Katharina von Aragon. Da der Papst Heinrichs Scheidungswunsch nicht zustimmte, hatte dies die Gründung der anglikanischen Kirche zur Folge. Oder wie die Lästermäuler in England es im 16. Jahrhundert dann sagten, die anglikanische Kirche wurde im Hosenlatz von Heinrich dem VIII. Geboren. Auch hier ließ sich in jüngster Zeit Hollywood nicht lange bitten. Es erschienen zwei Mehrteiler über Heinrich den VIII., bevorzugt ausgestrahlt von RTL oder Pro7. Auch hier standen mehr Bettszenen im Vordergrund als historische Tatsachen. Für lehrreiche Dokumentationen ohne viel nackte Haut haben wir glücklicherweise Arte oder Dreisat. An der Stelle möchte ich kurz mal die Biografie unterbrechen und auf die Gerüchte zu sprechen kommen, die noch heute kursieren und auf ihre Entstehung. Fake News sind keine Erfindung unserer Tage. Wenn Professor Volker Reinhardt, Lehrstuhlinhaber für Geschichte in Fribourg in der Schweiz, von den Borgias als die berüchtigste Familie der italienischen Renaissance spricht, bedient er sich eines Superlativs. Der Name Borgia zieht noch heute, wie sagt man so schön, einen Ruf wie Donnerhall. Neid ist ein Grund für die Entstehung von Gerüchten, aber auch gewollte üble Nachrede der Gegner im Sinne ihrer Propaganda. Die Gerüchte, und diese bedürfen keinerlei Fakten zur Belegung, das haben sich die heutigen Verschwörungstheoretiker gut abgeschaut, verselbstständigen sich im Laufe der Zeit und werden immer mehr ausgeschmückt. Bestes Beispiel, denken Sie nur an das Anglerlatein. Ein Angler fängt einen 30 cm großen Fisch, nach gut einem Jahr beträgt dessen Größe mindestens einen Meter. Richtig. Oder wie es Martin Luther vor 500 Jahren so schön zitierte, die Lüge ist wie ein Schneeball, je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Und an Lügen und Gerichten über die Borgias mangelte es kaum. Inzest. Hier gibt es als Beleg den sogenannten Savelli-Brief von 1501. Giftmorde. Und hier ist vor allem Cantarella zu nennen, das berüchtigte weiße Gift der Borgia. Eine hochwirksame Arsenikverbindung, in Deutschland auch gerne als Witwenmacher und Erbschaftspulver bezeichnet. Orgien, Lüsternheit, Ehebruch, Machtbesessenheit, Umgang mit dem Teufel waren die Vorwürfe. Alexander VI. Fiel der Malaria zum Opfer, nicht Gift. Seine aber angeblich schwarz verfärbte Zunge wurde natürlich von den Mitmenschen dadurch gedeutet, dass er vom Teufel geholt wurde. Anders konnte es nicht sein. Die Borgias waren Fremde, sie waren Außenseiter, heute würde man sagen, sie hatten Migrationshintergrund. Sie waren Spanier in Rom und das reichte schon für Verdächtigungen. Der römische Adel betrachtete das Papsttum als sein Vorrecht. Und trotzdem wurde Borgia mit den Stimmen aller italienischen Kardinäle gewählt. Der wesentlich höhere Kontostand der italienischen Kardinäle nach der Wahl dürfte ihnen das leichter gemacht haben. Und man dachte eben, mit der Mehrheit der italienischen Kardinäle könnte man den Spanier relativ leicht in Schach halten. Man hat sich verrechnet.
Wie kommt es zu Verdächtigen? Die erste Frage muss hier lauten, cui bono? Wem nützt es? Cui bono, erstmals 80 vor Christus von Cicero in seiner Verteidigungsrede für Roscius Amerinus benutzt, ein Patrizier, der zu Unrecht des Mordes angeklagt war, stellt, und ich zitiere jetzt, die Frage nach dem Nutznießer bestimmter Ereignisse oder Handlungen verbrecherischer Art oder privater oder politischer Entscheidungen. Cui bono ist noch heute fester Bestandteil der Kriminalistik, hat aber auch seine Schwächen, was, und ich zitiere, das gleichzeitige Vorhandensein eines Interesses und eines Ereignisses, das diesem Interesse dient, angeht. Es lässt aber keinen Rückschluss auf die Kausalität zu. Wie Sie bemerkt haben werden, dieser Satz konnte so nur von einem deutschen Juristen geschrieben werden. Als Beispiel mögen hier die Taxifahrer stehen. Regen dient ihrem Geschäft, aber daraus zu schließen, dass sie Regen machen und dafür verantwortlich sind, ist ein verhängnisvoller Trugschluss. Mit dieser einfachen Art der Beschuldigung und Überführung der Täter landen wir ganz schnell wieder bei wettermachenden Hexen oder brunnenvergiftenden Juden. Der Vorwurf der Brunnenvergiftung war natürlich so obskur wie alles andere, denn sie waren selber auf dieses Trinkwasser für sich natürlich angewiesen. Der Profiteur eines Ereignisses muss also nicht der Verursacher des Ereignisses sein. Der Berliner Reichstagsbrand des Februar 1933 spielte den Nationalsozialisten in die Hände, aber sie waren nicht die Brandstifter. Der 11. September 2011 soll laut Verschwörungstheoretikerin von der US-Regierung inszeniert worden sein, um vom Irakkrieg abzulenken und seinen völkerrechtswidrigen Beginn. Die Liste solcher einfacher Überführungen angeblicher Profiteure ist lang. Denken Sie nur an die eben erwähnten Hexen, an Juden. Eins weiter bitte. Noch eins weiter. Denken Sie an die Hexen, an die Juden, an UFOs, an Donald Trump und die gestohlene US-Wahl. Bolsonaro tat es ihm erfolgreich in Brasilien nach. Oder zuletzt an Corona, Bill Gates und die Schutzimpfungen. Die wahren Fakten hinter diesen Ereignissen sind manchmal so banal, dass wir sie gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Weiter bitte. Als am 8. Nee, das war zu weit. Stimmt noch, ja, Entschuldigung. Als am 28. September 1978 Albino Luciani nach nur 33 Tagen im Amt als Papst Johannes Paul I. verstarb, ließen die ersten Gerüchte, dass es bei seinem Tod nicht mit rechten Dingen zukam, nicht lange auf sich warten. Ein Herzanfall eines 66-Jährigen, der schon seit Jahren schwerst herzkrank war, das wollten manche nicht akzeptieren. Und so mussten viele für seinen Tod herhalten. Die Mafia, ein Kardinal sowie ein Kardinalstaatssekretär, die um ihre Ämter fürchteten. Die Jesuiten waren genauso unter den Verdächtigen wie die Freimaurer. Und als Höhepunkt wurden sogar die Außerirdischen ins Spiel gebracht, die unbedingt ein Interesse daran hatten, zu verhindern, dass der Papst das dritte Geheimnis von Fatima enthüllte. Schließlich waren 4 Tage vom Ableben des Papstes UFOs über Rom gesichtet worden. Beweise für all diese Theorien kann kein Mensch vorlegen, aber die Spekulationen schießen noch heute ins Kraut. Um wen ranken sich nicht alles Gerüchte und Legenden? Cäsar, Kleopatra, König Artus, Vlad Dracula, Jeanne d'Arc, Savonarola, Leonardo da Vinci, die Templer, die Illuminaten, König Ludwig II. Von Bayern und. Klatsch und Tratsch sind die Vorstufen der üblen Nachrede, bedürfen keinerlei Beweise und halten sich Jahrtausende. Und sie sind damit ein Lieblingskind der Menschen und der Presse.
Wissen Sie zufällig noch, was Sie am Freitag, den 29. April 2011, getan haben? Ein Datum, das Historiker mit diesen wenigen nüchternen Fakten beschreiben würden. Die damalige Nummer 2 der Thronfolge des englischen Königshauses, Prinz William, heiratete an diesem Tag die bürgerliche Catherine Middleton. Geheiratet wurden nach dem Ritus der anglikanischen Kirche, Sie erinnern sich, im Hosenlatz von Heinrich VIII. Geboren. Soweit die historischen Fakten. Was war aber wochenlang Gesprächsthema Nummer 1 der bunten Blätter- und Boulevardmagazine? Das Brautpaar? Nein. Pippas Hintern, so sieht die Dame übrigens von vorne aus, zierte die Titelblätter. Das zugegebenermaßen in einem engen Kleid steckende, sehr wohlgeformte Hinterteil der Schwester der Braut. Noch 6 Jahre nach dieser Hochzeit titelte das deutsche Boulevardblatt Gala: Herzogin Catherine oder Pippa Middleton? Welche Schwester hat den heißeren Knackpo? 6 Jahre. Dazu kein weiterer Kommentar. Die Boulevardpresse und Magazine hatten mal wieder ihren Feiertag. Klatschtanten und Klatschonkel von RTL, Pro7, Leute heute und Brisant hatten auf absehbare Zeit genügend Gesprächsstoff. Ich entschuldige mich übrigens an dieser Stelle für den Ausdruck Klatschtanten und Klatschonkel. Heute heißt das korrekterweise Adels-, Society- oder Königshausexperte und gilt als Beruf. Wie sagte die deutsche Schauspielerin und Komödiantin Grete Weiser doch einst so treffend: Beim Klatsch kommt es nicht auf den Kern der Sache an, sondern allein auf die Einzelheiten. Diesen Klatsch gab es natürlich auch über die Borgias und viele trugen aus den unterschiedlichsten Motiven dazu bei. Der bereits zuvor erwähnte Savelli-Brief machte die Borgias zu Giftmördern. Die Aufzeichnungen des päpstlichen Zeremonienmeisters Johannes Burkadus in seinem berühmten Liber Notarum sammelte er alle Klatschgeschichten über die Borgias. Er war voraussichtlich, kann man so sagen, kein großer Freund der Borgias. Skandalblätter waren damals gerade in Mode gekommen, etwa in Form von Pamphleten oder Flugblättern, die von Hexen, Drachen, wundersamen Tieren mit 2 Köpfen, Missgeburten und Erscheinungen berichteten und sich auch vorzüglich für Propagandazwecke einsetzen ließen. Denken Sie an die vielen Flugblätter Luthers gegen den Papst. Der gerade wenige Jahre zuvor, 1452, von Gutenberg erfundene Druck mit beweglichen Lettern ermöglichte eine günstige und massenhafte Verwendung dieses Mediums, das bis heute unsere Briefkästen füllt. 1497 war auch das Ursprungsjahr eines weiteren Gerüchts, denn die Leiche Juans, Herzog von Gandia und Lieblingssohn von Alexander VI., war aus dem Tiber geborgen worden. Ferdinand Gregorovius hierzu: Nach dem allgemeinen Urteil jener Zeit und nach allen Gründen der Wahrscheinlichkeit war Cesare der Mörder seines Bruders. Beweise hierfür konnten bis heute nicht vorgelegt werden. Nach Juans Tod legte Cesare am 13. August 1498 jedenfalls den ungeliebten Kardinalspurpur ab und trat in die Fußstapfen seines Bruders. Juan, wie er es von Anfang an vorhatte. Wer von den beiden Brüdern übrigens der Ältere war, ist bis heute nicht geklärt. Als mögliche Mörder Juans kamen wohl kaum römische Straßenräuber in Frage, denn die Leiche wurde nicht beraubt. Seine durschnittene Kehle und 8 Dolchwunden in der Brust sprechen eher dafür, dass hier jemand seinem Rachedurst gründlich freien Lauf gelassen hat. Feinde hatte Juan sich ja zur Genüge gemacht, etwa den römischen Adel, die Orsini, die Colonna oder jede Menge gehörnter Ehemänner. An Weisheiten, Sprichworten und Grundsätzen mangelte es den alten Römern nicht.
Und so passt zu cui bono eine weitere römische Sentenz, die da lautet, semper aliquiteret, auf Deutsch nur kühn verleumden, es bleibt immer etwas hängen. Eine Wendung, die übrigens jeder beherzigen sollte, der über andere redet oder schreibt. Ich habe mir das dreimal überlegt beim Schreiben, ja. Und auch hier haben die Verschwörungstheoretiker aller Länder gut aufgepasst und rasch gelernt. Eine Behauptung bzw. Verleumdung lässt sich ohne vorliegende Beweise ganz einfach aufstellen. Die Beweise bleibt man schuldig und der Beschuldigte ist somit verurteilt. Und sollte sich seine Unschuld dann herausstellen, wird es noch Jahrzehnte später heißen, da war doch mal was. Als ein Beispiel aus jüngerer Vergangenheit, 2011, möge hier der Fall Kachelmann dienen. Von einer Geliebten wurde er der Vergewaltigung und Körperverletzung bezichtigt, von der Staatsanwaltschaft Mannheim angeklagt und am 31. Mai 2011 von diesen Vorwürfen freigesprochen, da allzu große Widersprüche in der Aussage der Geliebten zutage traten. In der Folge kam es zu einem weiteren Prozess zwischen Jörg Kachelmann und Alice Schwarzer, die für die Bild-Zeitung vom Prozess berichtete. Alice Schwarzer gewann den Prozess, musste sich aber vom Gericht rügen lassen, ob ihrer allzu einseitigen Berichterstattung. Nur wenige Zeit später, 2014, erlebte sie selbst dieses Szenario, diesmal als Angeklagte im Prozess wegen Steuerhinterziehung. Im Strafprozess beschwerte sich Alice Schwarzer, dass Interna des Prozesses nach außen drangen, die sie gerne geheim gehalten hätte. Sie selbst hat im Fall Kachelmann das nicht beachtet. Also beide, ob jetzt Herr Kachelmann oder Frau Schwarzer, sind keine Engel. Zurück zu Lucrezia. Im Alter von 18 Jahren stand ihr nun bereits die zweite Ehe bevor. Der Auserwählte war Alfonso von Aragon, Herzog von Bichelieu, 17 Jahre alt und Neffe des Königs von Neapel. Am 20. Juni 1498, kirchlich am 21. Juli, wurde diese Verbindung geschlossen. Doch schon gut ein Jahr später, am 2. August 99, setzte sich Alfonso aus Rom ab und floh somit vor den Folgen der Politik Alexanders VI., der nun zusammen mit dem französischen König einen Feldzug gegen Neapel und damit Alfonsos Onkel plante. Zuvor, im Mai 1499, befand sich Cesare Borgia auf dem Weg nach Frankreich, wo ihm die Hand einer Prinzessin sowie der Titel eines Herzogs von Valence zugesagt waren. Dies war wohl König Ludwigs Dank für Alexander VI., endlich seinem Scheidungswunsch zu entsprechen. Cesare vermählte sich mit Charlotte d'Albret, der Schwester des Königs von Navarra. Auch Lucrezia hatte vorübergehend Rom verlassen, um im Auftrag ihres Vaters als Regentin über Spoleto zu herrschen, das bisher von päpstlichen Legaten verwaltet wurde. Für die Zeitgenossen war dieser Vorgang unfassbar, ebenso wie die Tatsache, dass die 19-jährige Lucrezia im Vatikan stellvertretend für ihren Vater, dem Konsistorium der Kardinäle, vorstand. Blut ist eben doch dicker als Wasser. Im Oktober 1499, zurück in Rom, bringt Lucrezia ihren ersten Sohn zur Welt. Er wird nach seinem Großvater auf den Namen Rodrigo getauft. Im gleichen Monat ist Cesare zurück in Italien und beginnt mit französischer Unterstützung seinen Feldzug zur Eroberung der Romagna. Frankreichs König Ludwig XII. Weilt in Mailand, dessen Herrscherfamilie Sforza zuvor geflohen war und sich unter kaiserlichen Schutz begab. Lucrezias geflohener Ehemann Alfonso kehrte auf die Bitten der Borgias vertrauend nach Rom zurück und fällt hier einem Anschlag zum Opfer, den er allerdings schwer verletzt übersteht.
Als Drahtzieher dürften diesmal wirklich Alexander VI. Oder Cesare in Frage kommen. Nicht geplant war, dass Alfonso überlebte. Und da er sich, ich zitiere, sich weigerte, seinen Wunden zu erliegen, wurde er um 4 Uhr nachmittags erdrosselt. So geschehen am 18. August 1500 durch Johannes Burkatus, Zeremonienmeister des Vatikan und kein Freund der Borgia. Wie es um seine Objektivität bestellt ist, schwer zu sagen, wir wissen es nicht. 3 Monate nach dem Tod Alfonsos wurden die Pläne für Lucretias dritte Ehe geschmiedet. Wunschkandidat war Alfonso d'Este, Erbprinz von Ferrara, lebte von 1476 bis 1534, regierte ab 1505 Ferrara, Spross einer der ältesten und angesehensten Familien Italiens. Doch Ercole, der regierende Herzog von Ferrara, und sein Sohn waren keineswegs begeistert, die illegitime Tochter eines Spaniers, wenngleich Papst, zur Schwiegertochter bzw. zur Ehefrau zu bekommen. Sie lehnten das Ansinnen des Papstes als unter ihrer Würde ab. Die über Lucretia kursierenden Gerüchte waren auch in Ferrara bekannt und dürften das ihre dazu beigetragen haben. Aber mit Versprechen, Klammer auf, und massiven Drohungen, Klammer zu, setzte Alexander seinen Willen durch. Und so erfolgte 1501 die Eheschließung. Ercole und Alfonso stellten hohe Forderungen und die durch Alexander gezahlte Aussteuer für seine Tochter dürfte für einiges entschädigt haben. So schrieb der in Rom ansässige Agent des Markgrafen Gonzaga an seinen Herrn in Mantua, ich zitiere, die Mitgift wird im Ganzen 3x 100.000 Dukaten betragen, ohne die Geschenke, welche Madonna an diesem oder jenem Tage erhalten wird. Zuerst 100.000 Dukaten bar und in Ferrara ratenweise. Dann Silberzeug für mehr als 3.000 Dukaten, Juwelen, feines Linnen, kostbarer Schmuck für Maultiere und Pferde, im Ganzen für andere 100.000. Unter anderem hat sie ein besetztes Kleid, mehr als 15.000 Dukaten an Wert und 200 kostbare Hemden, von denen manches Stück 100 Dukaten Wert besitzt. Jeder einzelne Ärmel kostet allein 30 Dukaten mit Goldfransen und dergleichen. Etliche Wagen und 150 Maultiere überführten Lucretias Aussteuer. Am 6. Januar 1502 brach dann Lucretia nach Ferrara auf. Ihr folgte ein Zug von mehr als 1000 Personen. Ein Jahr später, 1503, starb Papst Alexander VI. Am 25. Januar 1505 bestieg Alfonso d'Este den Thron Ferraras und trat somit die Nachfolge seines Vaters Ercole an, welcher in den vergangenen 3 Jahren seine Schwiegertochter schätzen und achten gelernt hatte. Mit dem Tod von Alexander VI., er starb wohl an Malaria und nicht am Gift Cantarella, wie Gerüchte es bis heute noch gerne verbreiten, ging auch Cesares Karriere zu Ende. Mit 31 Jahren fiel er im Dienste seines Schwagers, des Königs von Navarra, bei der Belagerung des Schlosses Viana nahe Pamplona. Die Rückkehr nach Italien und die Wiederkehr in sein französisches Herzogtum blieben ihm versagt. Auch Frankreich hatte sich von ihm abgewandt. In Ferrara widmete sich Lucretia der Erziehung ihrer Kinder. Sie gebar insgesamt 8 Kinder, von denen nur die Hälfte das Erwachsenenalter erlebte. Sie widmete sich den Staatsgeschäften in Vertretung ihres Mannes, der Wohltätigkeit sowie der Förderung von Kunst und Kultur. Große Namen wie Ariost oder Bembo zierten den Hof Ferraras. Castello Estense, ihr Wohnsitz in Ferrara.
Und hier im Palazzo Schifanoia in Ferrara ein Fresko, das die Monatsbilder zeigt und die typische Trachten dieser Zeit. Am 26. November 1518 starb Lucrezias Mutter, Vanozza de Catanei, und wurde unter großer Beachtung in der Kirche Santa Maria del Popolo in Rom beigesetzt. Wir sehen hier ihren Grabstein, der alle Namen ihrer Kinder auflistet. Dieser Grabstein oder das Grab der Vanozza de Catanei wurde 1594 auf Geheiß von Papst Clemens VIII. Abgetragen, da unmoralisch, übrigens Clemens VIII. Hatte auch Kinder. Heute befindet sich die Grabtafel im Portikus der Kirche San Marco in Rom. Wir sehen hier noch ein Altersporträt von Vanozza de Catanei. Nur 7 Monate nach ihrer Mutter verstarb auch Lucrezia als Folge der Geburt ihres 8. Kindes, einer Tochter namens Isabella Maria, die nur wenige Stunden lebte. Man schrieb den 14. Juni 1519. Ihre letzte Ruhe fand Lucrezia im Kloster Corpus Domini in Ferrara, hoch verehrt und auch von vielen geliebt und geschätzt als kluge und erfolgreiche Landesmutter und Herzogin Ferraras. Hier ist die Grabplatte, die in der Kirche eingelassen ist. Das heutige Kloster Corpus Domini ist ein Frauenkloster. Man kann das Grab besuchen. Man muss an der Pforte klingeln. Man kriegt einen Drehteller hingereicht. Die Tür geht erst dann auf, wenn die Spende dementsprechend war, die man reinlegte. Und dann hat man auch Zugang zur Grabstätte Lucrezias. Kommen wir zum Nachleben. Nicht lange nach Lucrezias Tod, man redete gerade wieder viel über sie, die alten Gerüchte kochten wieder hoch und sind auch heute noch im Umlauf. Viele tragen ihren Anteil der Schuld daran, indem sie die Gerüchte aufgriffen, bearbeiteten und weiter kolportierten. 1833 schreibt Victor Hugo sein Werk über Lucrezia Borgia, worin er das Bild einer machthungrigen Frau, die von Gier, Raffsucht und Rache getrieben wird, beschreibt. Er begründete auch den noch heute gültigen Ruf Lucrezias als hinterhältige Giftmischerin und Ehebrecherin. Donizettis am 26. Dezember 1833 in der Mailänder Scala aufgeführte Oper führt dieses Bild fort. Und Alexandre Dumas' erster Band aus der Reihe Berühmte Kriminalfälle, erschienen 1839, hat die Familie Borgia zum Inhalt. Über 80% dessen, was er hier kolportiert, sind Legenden und keine Fakten. Und so erging es nicht nur Lucrezia, sondern vielen historischen Persönlichkeiten. Die üblen Nachreden halten sich über Jahrhunderte. Wer kennt ihn nicht, Nero, den Brandstifter? Das später auf Rache sinnende Christentum besiegelte seinen Ruf als Teufel. Und noch heute treibt dies kuriose Blüten unter den kreativen Werbefachleuten. Nero als Namensgeber eines Programms, um CDs zu brennen. Oder der Markenname Nero quasi als Qualitätssiegel für beste Bioholzkohle zum Grillen. Weitere Beispiele gefällig: Marie Antoinettes nie gesagter Satz, wenn Sie kein Brot haben, dann sollen Sie Kuchen essen. Luthers Satz, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ein toller Satz, aber nie gesagt. Die Borgias leben in Filmen und Büchern weiter, aber es widerfährt ihnen hierbei keine Gerechtigkeit. Schon Marie von Ebner-Eschenbach sagte einst, wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt. Alfred Polga formulierte es etwas anders, die Menschen glauben viel leichter eine Lüge, die sie schon 100-mal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist. Oliver Hassenkamp zum Thema Wahrheit: immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern was viel schlimmer ist, zu Gewohnheiten. 2011 bis 2013 erschien eine US-Filmserie zum Thema
Ihr Titel, die Borgias, Sex, Macht, Mord, Amen. Schon am Titel lässt sich erkennen, wohin die Reise geht. Viele Filmemacher und Autoren, auch manche Historiker, werden nach ihrem eigenen Ableben Abbitte bei Lucrezia zu leisten haben. Eine kleine Auswahl an weiteren Buchtiteln zeigt, dass mit Legenden und Gerüchten gut Kasse zu machen ist. Hier einige Buchtitel zu Lucrezia Borgia. Sex and the City of Ladies. Rewriting History of Cleopatra, Lucrezia Katharina. Madonna der sieben Hügel. Gift im Blut. Lucrezia Borgia, die Mutter der Gifte. Aus dunkler Schale, Gift und Lust. La cattiva ragazza che ando in paradiso. La prostituta del Papa. Und meine Damen und Herren, ich habe Ihnen hier die Titel erspart, die erst ab 18 freigegeben sind. Wir haben jetzt manches über Lucrezias kurzes Leben gehört, aber wie sah sie denn nun aus? Wir kennen von Lucrezia nur wenige gesicherte Porträts. Die meisten Gemälde zeigen uns eine junge Frau, von der man annimmt, dass sie Lucrezia darstellt. Beweise dafür gibt es keine. Als gesichert gelten ein Münzporträt im staatlichen Münzkabinett des Historischen Museums zu Berlin sowie ein Silberstich des Jahres 1512. Beide Bildnisse stammen aus der Zeit Lucrezias als Herzogin von Ferrara. Lucrezia war damals 25 Jahre bzw. 32 Jahre alt. Beide Bildnisse zeigen ein ähnliches, wer könnte das Foto vorziehen, ja? Bleiben wir bei dem Foto. Münzbildnis in Berlin und Silberstich, beide typisch für Münzporträt im vollen Profil, dazu aber wenig aussagekräftig. Sie haben vielleicht jetzt die Beschreibung von Niccolò Cagnolo bereits gelesen, dem Gesandten aus Parma. Ihm verdanken wir eine der wenigen Beschreibungen. Er schreibt, sie ist von mittlerer Größe und von anmutiger Gestalt. Ihr Gesicht eher lang, die Nase schön, geschnitten, das Haar golden. Die Augen haben keine besondere Farbe, ihr Mund ist ziemlich groß, die Zähne sind strahlend weiß, ihr Hals ist schlank und schön, ihr Busen bewundernswürdig geformt, immer ist sie fröhlich und lächelt. In den Wohnräumen Papst Alexanders VI. Im Vatikan, den Appartamenti Borgia, befindet sich im Saal der Heiligen in einem Fresko von Hofmaler Pinturicchio eine Darstellung der heiligen Katharina. Wenn wir kurz weitermachen, hier ist übrigens eine Original-Haarsträhne von ihr, die sie einem Brief an Pietro Bembo beigelegt hat. Die meisten Briefe Lucrezias und diese Haarsträhne sind in der Bibliotheca Ambrosiana in Mailand. Noch eins? Ja. Hier reden wir jetzt von dem Fresco Pinturicchios. Kryptoporträt, als solches versteht man eben in der Kunstgeschichte ein Porträt einer historischen Persönlichkeit, die anders gemalt wird. Hier zum Beispiel Lucrezia als heilige Katharina. Die langen Haare, blond, sind ein Hinweis darauf. Die Zuweisung ist allerdings umstritten und keinesfalls gesichert, aber sie ist auch nicht so einfach von der Hand zu weisen. Die heilige Katharina ist dargestellt als junge Frau mit blonden Haaren in einem prachtvollen Renaissance-Gewand. Für eine Dokumentation der ZDF-Reihe Sphinx, Geheimnisse der Geschichte, wurde diese von Pinturicchio gemalte Gewand eigens nachgeschneidert. Es entspricht dem repräsentativen Charakter des Ornats einer Fürstentochter dieser Epoche. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an das ZDF, die tun sich immer sehr schwer, Erlaubnisse zu erteilen. Wenn Sie im Internet Lucrezia Borgia eingeben, wird das Porträt auf der rechten Seite das erste sein, was Sie sehen. Es ziert fast jeden Buchtitel. Es hat nur einen Fehler, es ist nicht Lucrezia Borgia. Das Gemälde des Venezianers Bartolomeo Veneto ist ein Porträt der Flora.
Und da sie sich so schön hier mit entblößter Brust zeigt, passt das natürlich voll ins Bild der Lucretia-Gegner, um ihren Lebenswandel zu demonstrieren. Ein weiteres Porträt oben in der Ecke, was man neuerdings als Lucretia bezeichnet, ist das Porträt von Dosodossi um 1519. Es befindet sich relativ weit weg, nämlich in der National Gallery of Victoria in Melbourne. Aber bis jetzt konnten noch keine Beweise vorgelegt werden, ob es wirklich Lucretia ist. Ferdinand Gregorovius, dessen Aussage über Lucretia ich meinem Vortrag voranstellte, sei auch das Schlusswort zu Lucretia vorbehalten. Ihr Unglück im Leben bestand in ihrem zum Teil nicht verschuldeten Schicksal, nach dem Tode aber in der Meinung, die sich über ihren Charakter bildete. Das Brandmal, welches man auf ihre Stirn gepresst hatte, löschte sie selbst als Herzogin von Ferrara aus, aber es erschien wieder, als sie tot war. Herzlichen Dank. Wow.